dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Studierende, willkommen bei der 12.000. Folge der Kategorienbesprechung. Nein, natürlich nicht. Es handelt sich erst um die 12. Folge. Eine halbe Stunde sind 6 Stunden Objektivitätsbesprechung und kein Ende in Sicht. Ich bitte um Rückmeldung, sobald jemand was kapiert hat, dann höre ich auf. Das war auch wieder eine eher scherzhafte Bemerkung. Nun gut, es geht hier weiter mit der Nummer 362. Es war bisher auch nicht so, dass irgendetwas unnötig besprochen wurde. Es handelt sich zwar bisweilen um Wiederholungen, aber die schaden dem Ganzen nicht, um Vergangenes wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ansonsten wurden hier immer Dinge besprochen, die zu einem Erkenntnisgewinn geführt haben, zu einem Zugewinn, zu einem Mehr an Durchblick, meine ich zumindest. Nun gut, wir sind hier in einem Richard Hönigswald Festspiel anscheinend. Grundprobleme der Wissenschaftslehre. Also, wir haben es nicht nur, wie gesagt, mit Objektivität, mit Wissen, Erkenntnis und so weiter zu tun, sondern hier geht es auch um Wissenschaftstheorie in einem profunden Sinn. Gibt eigentlich nichts, was von unseren Betrachtungen an relevanten Themenfeldern hier ausgespart wird. Das geneigte Publikum erhält hier sozusagen eine Rundum-Erziehung, Bildung, Ausbildung in Sachen menschliches Denken, Sinn des Lebens, Fortschritt der Menschheit. Aber jetzt geht's wirklich los. Ich lese vor, Vorlesung Nummer 362. Die Möglichkeit und der Begriff der Wahrnehmung folgen selbst erst aus dem Problem des Gegenstandes. Hat jemand seine Liste der unauflöslichen Relationen des Gegenstandsbegriffs gerade parat, dann bitte ich einen weiteren Faktor hier hinzuzufügen, und zwar den der Wahrnehmung, um das Ganze plakativ zu formulieren: keine Wahrnehmung ohne Gegenstand. Das soll jetzt noch ein wenig sacken. Bei längeren Pausen spiele ich dann hinterher noch einen Applaus vom Band ein. Wir schreiten zum nächsten Punkt. Der Ort des Gegenstandsvollzugs ist das Ich. Hinzu kommt eine weitere Verknüpfung, nicht nur die Wahrnehmung, sondern unabdingbar
zur Gegenstandsbildung ist ein Ich, ein Subjekt. Oder eben die Relation, die Gegenstände haben, die primäre Relation ist das Subjekt. Das heißt, es braucht ein Subjekt. Und all dieses Objektivitätsgefasel ist alles von einem entsubjektivierten Standpunkt aus in die Welt gesetzt und allein deswegen schon hinfällig. Jetzt haben wir wieder eine längere Passage, wieder vom Kollegen Hönigswald zum Thema Grundprobleme der Wissenschaftslehre. Die Vorlesung beginnt, Nummer 376. Kaum betont zu werden braucht, dass ich schon wieder meine vergessen habe, die Uhr zu stellen. Und dann nehme ich jetzt, 30 Minuten als Richtmaß. Also. Kaum betont zu werden braucht, dass auch die Probleme der Biologie und der Geschichte nicht biologische und historische Probleme sind. Denn sie betreffen die Frage des Gedankens der Gegenständlichkeit, insonderheit die Grundlagen des Systems der Wissenschaften. Dass Biologie und Historiker selbst allen Anlass haben, sich mit ihnen zu beschäftigen, also mit den Gedanken der Gegenständlichkeit, bedarf kaum der Erwähnung. Also ziemlich lang hier diese Passage, die kaum der Erwähnung bedarf oder kaum betont zu werden. Bedarf ebenso, dass sich dabei ihre eigenen Kriterien zu versichern haben, dass sie sich dabei ihrer eigenen Kriterien zu versichern haben. Unter welcher Flagge sie das tun, ist unerheblich. Der Sache nach handelt es sich immer nur um eines, um die Gründe und Formen der Differenzierung des Gegenstandsgedankens in den bezüglichen Forschungsbereichen. Also, ich halte fest, für die Methodologie der Einzelwissenschaften von unabdingbarer Bedeutung ist der Gedanke der Gegenständlichkeit, beziehungsweise die Frage, wie ein Gegenstand zustande kommt und ob ein objektiver Gegenstand, ob eine Objektivität überhaupt möglich ist. Das heißt, ein Gegenstand, ob es einen Gegenstand an sich geben kann. Eine Frage, die Kant verneint, indem er eben behauptet, dass das Ding an sich unerkennbar ist für menschliche Verhältnisse. Nun eine Behauptung, die jemandem, der nicht schon sämtliche 11 Folgen der Operation Hashtag Intus hat, etwas befremdlich erscheinen möchte. Warum hat jedes Objekt ethischen Charakter? Das ist natürlich Unsinn. Diese Aussage dient mir jetzt lediglich
dazu diesen einen Sachverhalt will ich nicht sagen, aber wie ich die Dinge sehe, will ich auch nicht sagen, aber sagen wir mal, es handelt sich um meine Theorie, der würde dieser Satz, so wie er jetzt hier dasteht, nicht zugefügt werden können, da es sich hier um eine an sich Aussage handelt, also um eine objektivistische Aussage, was nicht sein kann. Dieser ethische Charakter erscheint hier sozusagen als Eigenschaft, als Besitz, Merkmal eines Objekts, was eben nur den absolutistischen an sich Charakter bekräftigt, wodurch ein Objekt in ethischer Hinsicht von Bedeutung ist und in erster Linie in ethischer Hinsicht, das kommt daher, dass es eben keine Objektivität möglich ist. Ich also bei der Gegenstandsbildung einen Zweck verfolge und der kann auch darin bestehen, der kann auch in Interesselosigkeit bestehen, Gleichgültigkeit, das spielt gar keine Rolle, das ist eine, ich beziehe eine Stellung zu einem Gegenstand oder auch nicht, indem ich eben keine Stellung beziehe, ist auch eine Stellungnahme, man kommt da nicht. Es gibt da kein Entkommen, so wie man nicht willenlos sein kann. Es kann sich niemand seines Bewusstseins entledigen, wie man nicht unbewusst sein kann. Also man kann schon unbewusst sein, aber dann ist man eben nicht bewusst und ohne dieses Bewusstsein fehlen auch alle anderen Merkmale der Person. Also dieser Zweck, diese Zweckbezogenheit, die ein Subjekt zu einer Sache, einem Gegenstand, kann auch, spielt keine Rolle, ob das jetzt ein greifbares, ob es sich um ein greifbares Ding handelt oder eben um einen Gegenstand, der rein eine Vorstellung ist von irgendetwas. Bedeutet, dass eben die ganze Angelegenheit in den Zustandsbereich der Ethik fällt, weil sich eben dadurch die Frage stellt, welcher Nutzen eben vorrangig zu behandeln ist und solche Fragen stellen sich eben auch nur, das ist schon mal Grundvoraussetzung, dass jemand überhaupt den Anspruch erhebt, Mensch zu sein oder rational zu sein, seinen Verstand zu betätigen. Ohne diese Voraussetzung ist natürlich alles hier sinnlos. Aber wenn das einmal geschieht, also wenn man das jemandem klar machen kann, dass er immer sich in einer Situation befindet, in der sein Menschsein in vollem Umfang gefragt ist,
dann werden eben auch die Dinge unter einem ethischen, in erster Linie und unter einem ethischen Blickwinkel betrachtet. Und damit haben wir es dann mit einer ganz anderen Welt zu tun. Die Sachlichkeit verschwindet und deswegen bricht auch nicht das große Chaos aus, denn die Normen, das Sollen, bleibt durchaus erhalten. Auch wenn das Sein in seiner absolutistischen Form verschwindet und nur noch ein subjektives Sein sowie ein subjektives Wissen, Erkenntnis und so weiter möglich ist, verschwinden deswegen nicht von Menschen gemachte Regeln und Normen, die das Zusammenleben betreffen, nun gut, das soll es jetzt an größerem Bogen gewesen sein. Wir befassen uns wieder mit den einzelnen Beiträgen zum Thema Objektivität in Form der Nummer 378. In der Sphäre der Allgemeinheit ist alles gegenständlich und übertragbar. Die Allgemeinheit in Bezug auf Objektivität, das ist klar, dass damit immer Allgemeinheit gemeint ist, aber jetzt diese Verknüpfung hier, dass eben zu dieser Gegenständlichkeit, würde im Umkehrschluss bedeuten, dass das Gegenständliche notwendigerweise allgemein ist. Wie steht's nun mit dieser Behauptung? Das erklärt sich jetzt so, dass in der Gegenstandsbildung die Verwendung der Sprache unabdingbar ist. Das heißt, man hat es, oder du und ich, die meisten, sind gezwungen, Begriffe der Sprache zu gebrauchen, die eben immer schon allgemein sind, weil, wie in früheren Folgen erklärt, das Wort Hund eine ganze Klasse, Gattung, Art, wie auch immer, von Hunden repräsentiert, wie es so schön heißt, und nicht diesen einen besonderen Hund. Aber, füge ich hinzu, gibt es immer noch die Möglichkeit, eben durch eine ins Detail gehende Beschreibung beziehungsweise eine Erläuterung eines der tiefer liegenden Gründe eines Interesses, diese Allgemeinheit zu reduzieren, sodass eben es mehr und mehr klar wird, dass es sich eben um eine ganz bestimmte Sache handelt, die sich nur schwer mit einer anderen verwechseln lässt. Paradebeispiel ist da, ich
glaube, von Altdorfer ein riesiges Wandgemälde zur Alexanderschlacht. Und irgendjemand hat da über das Auge dieses Alexanders, das nicht einmal, da, wo der Kopf des Alexander nicht einmal Stecknadelkopf groß ist, über dieses Auge da ein paar DIN A4 Seiten geschrieben. Also das ist jetzt im normalen Wahrnehmungsbereich, sage ich jetzt mal, die Mikroskope und Elektronenmikroskope noch ausgeschlossen, eine der detailliertesten Beschreibungen von nichts, sage ich mal, oder so gut wie nichts. Was will ich damit sagen? Eben die Sphäre der Allgemeinheit ist alles gegenständlich, aber diese Allgemeinheit lässt sich eben reduzieren, individualisieren durch immer größere mehr an Details. Aber festgehalten werden sollte, dass eben mit der Vergegenständlichung, Verdinglichung eben immer eine Verallgemeinerung mit, die immer eine Verallgemeinerung mit sich bringt, so wie eben das Abstrahieren die Abstraktion im Wort ist eben, dass viele Einzelheiten weggelassen werden müssen, wenn ich ein Wort gebrauche. Und gerechtfertigt wird so eine Reduzierung des Umfangs dessen, was sich beschreiben lässt oder was differenziert werden kann, was ein Mehr an Details ermöglicht. Da habe ich mal eben den Faden verloren. Aber spielt jetzt keine Rolle. Sie wissen, was ich meine. Die gegenständliche Welt ist die theoretische Welt. Das ist auch der Punkt, wo die Praktiker dann die Theoretiker belächeln, weil sie es eben mit der konkreten Praxis zu tun haben, mit dem einer Situation, die unverwechselbar ist oder weitgehend unverwechselbar, es zwar Gemeinsamkeiten gibt, das wäre dann vergleichbar mit einem Reiseführer, wie heißt das, Zustandsbeschreibung, Anleitung, Zusammenbauanleitung irgendeines IKEA-Möbels. Da ist zwar in der Theorie steht da alles drin, oder es ist durch Zeichen eben theoretisch verdeutlicht, aber wie es dann tatsächlich in der Praxis ausschaut, das ist dann immer noch die Frage. Da gibt es dann Unterschiede. Vor allem aber der größte Unterschied ist der, dass es eben immer Leute mit verschiedenen Voraussetzungen an Bewusstsein oder Bildung oder Auffassungsgabe gibt,
die dann zu Unterschieden führen. Hier bliebe festzuhalten derselbe Punkt, dass mit der Vergegenständlichung eben umgekehrt die Theorie es immer mit Allgemeinheiten zu tun hat, was eigentlich ein Gemeinplatz ist, aber die es sich bei diesen Allgemeinheiten eben um Gegenstände handelt oder eben um Begriffe. Es könnte hier genauso stehen, die abstrakte ist die theoretische Welt. Mit der nächsten Behauptung ist wieder einmal ein ethisches Problem angesprochen, und zwar handelt es sich um wird die Vergegenständlichung als Methode der Herrschaft bezeichnet. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich diesen Gedanken jetzt einen Inhalt zuweisen wollte, dann würde Vergegenständlichung in diesem Zusammenhang eben Entsubjektivierung bedeuten oder eben Deindividualisierung, indem einfach Bürokratismus ist jetzt das Wort, da werden die da werden die Menschen als Nummern behandelt, ist das gängige Vorurteil, und es handelt sich hier um quasi den gleichgemachten Menschen, es findet eine Entmenschlichung statt, dass eben Personen instrumentalisiert werden, in der Richtung. Ein Mensch wird zum Objekt gemacht, vielleicht noch deutlicher vergegenständigt, einfach, dass man Menschen als Objekte bezeichnet, und das heißt eben immer als Mittel zum Zweck. Und damit ist eben auch eine moralische Verfehlung nach Kant beschrieben. Gut. Wir schreiten weiter zu einer etwas längeren Passage eines Philosophen aus dem Lager der Neopositivisten, wenn ich mich nicht irre, Friedrich Weismann, in seinem Hauptwerk, denke ich mal, Logik, Sprache, Philosophie. Da heißt es, es scheint, dass genau genommen die Eigenschaften eines Dings ganz unveränderlich sein müssten, wenn es dasselbe Ding bleiben soll. Diese Erforderung ist aber nur erfüllbar, wenn man das Ding, jetzt muss ich mal wieder hier optisch tätig werden, Action. Erforderung ist nur erfüllbar, wenn man das Ding in einem Moment betrachtet. So kommt man zu der Auffassung, dass jedes Ding
ein Strom sich ewig erneuernder, ineinander gleitender Zustände ist und in diesem Strömen sein Selbst, seine Identität verliert. Solange aber die Eigenschaften eines Dings für praktische Zwecke einigermaßen beständig sind, oder solange sie innerhalb gewisser Grenzen schwanken, wollen wir noch von demselben Ding sprechen. Da kommt jetzt der Faktor Identität mit ins Spiel. Inwieweit eben das eben, um von einem Ding zu sprechen, dieses Ding eben dasselbe zu sein hat und nicht etwa irgendwelchen Veränderungen unterworfen ist. Und da kommt es eben auf die Relation an, wenn ich jetzt den Maßstab sehr groß nehme, beziehungsweise mich auf die atomare Ebene bewege, und sozusagen irgendeinem Stück Eisen beim Rosten zusehen kann, indem da eben diese oder jene Atome sich zersetzen, dann ist es was anderes, als wenn ich eben wie hier praktische Zwecke im Auge habe, wo es auf irgendwelche atomaren Veränderungen überhaupt nicht ankommt, eben wieder der Zweckgedanke von mir immer wieder darauf hingewiesen. So dass jetzt es eine Frage, dass immer der Zeitrahmen auch mit einbezogen werden muss, wenn jetzt von Objektivität die Rede sein soll, dann ist es unmöglich, eben dieses an sich würde ja bedeuten, dass dieser Zustand eben auch in Zehntausenden von Jahren noch dasselbe ist, und das ist Blödsinn, das muss eigentlich jeder Mensch begreifen, dass es immer relativ eben, man immer nur zu relativen Aussagen kommen kann, und für diese Inbezugnahme dann für alle möglichen Zwecke brauche ich Kriterien, und solche lassen sich eben nur innerhalb ethischer Normen dann festlegen. So einfach ist es. Gut. Es folgt die Nummer 87 eines Marxisten, denke ich mal. Aber gibt es wahrscheinlich nicht wenige Marxisten, die diesem Georg Lukács da sein Marxistentum absprechen würden. Egal, hier haben wir eine Wiederholung dessen, was in früheren Folgen schon besprochen wurde, diese unauflösliche Relation des Gegenstandes zum Denken. Da erübrigt sich jeder weitere Kommentar. In der Nummer 351 wird der sogenannte natürliche Realismus beschrieben. Hier mit gesundem Menschenverstand.
Und der Objektivismus dieses gesunden Menschenverstands besteht eben darin, dass das Ding so ist, wie es ist und nicht anders. Mehr ist hierzu aufgrund des Vorhergehenden auch nicht zu sagen. Dann folgt ein Beitrag, nochmal ein Beitrag von Georg Lukács in seinem zweibändigen Werk über den jungen Hegel. Die Dinge sind schlechthin nützlich und nur nach ihrer Nützlichkeit zu betrachten. Diesen Ausspruch kann ich nur bestätigen. Und alle, die dieser Ansicht sind, können nicht dem Lager der Objektivisten zugerechnet werden. Ich meine, man könnte jetzt diese Aussage eben auch wieder als an sich Aussage betrachten, aber das ist natürlich Unfug. Es ist jetzt nicht objektiv so, dass die Dinge schlechthin nützlich sind und nur nach ihrer Nützlichkeit zu betrachten. Die Behauptung der Objektivität dieser Aussage würde jetzt dem Sinn des Ganzen widersprechen und wäre absurd, aber was gibt es nicht alles? Ich erfahre soeben von meinem Mitarbeiter in Form einer Stoppuhr, dass die Zeit abgelaufen ist und deswegen will ich es hier auch bewenden lassen. Es ist wie so oft Chronometer erst später eingeschalten, deswegen will ich diese Folge jetzt hier nicht überstrapazieren und markiere mir noch sicherheitshalber die Nummer 93 für die Folge 13 ist das mittlerweile. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören und euer Spektrum, euren Horizont etwas zu erweitern. Der eine oder die andere hat es möglicherweise bitter nötig gehabt, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Peace und out. Wo ist die Realität? Wo haben Sie die?